Jumanji, mach ihn weg da! Mach ihn weg, bevor er mein Auge auf ist! Na, 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 na. Oh, hi Jumanji. Weißt du noch, wir wollten doch ein Experiment mit dieser großen, schweren Metallkugel machen. Ja, meinst du, es wäre heute Zeit dafür? Zumindest schon mal alles vorbereiten. Eine gute Idee. Hier habe ich auch unser Flüssiggummispray. Da steht es auch schön draufgeschrieben. Ist eine sehr interessante Spraydose. Ich erinnere mich noch, du hast mich damit besprüht, dann war ich ein schwarzer Gummibär und außerdem konntest du durch mich gar nicht schießen. Ja, dieses Flüssiggummi hatte ich schon ziemlich gut besprüht. Das war interessant. Und für die nächsten Experimente haben wir so eine Metallkugel. Die ist ziemlich schwer. Ich denke, durch das Anschauen im Video kann man gar nicht sich vorstellen, wie schwer das Teil ist. Aber wir wollen mal herausfinden, was die eigentlich wiegt. Dafür habe ich so eine Waage und wir stellen das Ganze mal so hin. Ich habe das mit einem kleinen Gummitopf, damit die nicht wegkugelt. 4,1 Kilogramm ist auf jeden Fall ziemlich viel für so eine kleine Kugel. Und wir versuchen das Ganze mal ohne diesen Gummitopf. Ja, 4,1 noch etwas. Auf jeden Fall nicht schlecht. Die packe ich mal hier drauf. So, ist ziemlich stabil, gut. Das sollte das Ganze hoffentlich aushalten. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Übrigens, wir könnten ja mit mir ein paar Experimente wieder mit diesem Flüssiggummi machen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Wenn du fertig bist, sagst du mir Bescheid. Okay, kräftig schütteln. Deckel kommt weg. Ah ja, der Traktor muss natürlich auch weg. So, ach, etwas ganz Wichtiges vergessen. Vorher müssen wir natürlich ein bisschen Schutz draufbringen. So, ich habe da unten ein bisschen Pappe. Wenn diese schmutzig wird, ist halb so schlimm, aber der Tisch wäre mir schon ein bisschen schade. Wer von euch erinnert sich noch an glühende Metallkugel-Experimente? Die könnte man auch eventuell zum Glühen bringen. Wenn ihr Lust habt, schreibt das mal in die Kommentare. Na, 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 hey, was ist das denn da? Hm? Ah, Monsterschlangen! Die sind ja so ekelig. Pfui, und warum sind da so viele? Ich glaube, da oben ist kein Deckel drauf. Oh Mann, ich muss Jumanji warnen, nicht dass die ausbrechen und hier alles auffressen. Oh, ich hoffe, die fressen keine Süßigkeiten. Die haben so ein großes Maul. Ugh, die sind so eklig. Los, Jumanji! Jumanji! Let's go, Freunde. So, besprühen wir das Ganze mal. Jetzt glänzt das Ganze auf jeden Fall ziemlich. Natürlich kann man darauf später, wenn es getrocknet ist, noch weitere Schichten auftragen, damit das noch vollgummiger wird. So sieht das Ganze aus, glänzt momentan und wir müssen ein klein wenig warten, bis wir unten das Ganze besprühen können. Also Freunde, jetzt ist das Teil fertig. So sieht das aus. Sieht auf jeden Fall schon aus wie eine Gummikugel. Das Ganze, unten klebt das noch ein bisschen. Ja, hier ist das noch ein bisschen feucht. Wir lassen das Ganze mal kurz liegen. So. Und übrigens, ich habe auch noch Blattmetall-Effekt-Spray in goldener Farbe, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Damit könnte man auch eventuell so eine Kugel komplett besprühen und diese sollte dann eigentlich ganz goldig aussehen. Hey, Jumanji, da sind, Blattgoldspray, Ja, damit könnten wir auch was anfangen. Ja, aber hey, da waren so Monsterschlangen, du hast gar keinen Deckel drauf gemacht. Ich habe das Gefühl, als ob die mich verfolgen und ich habe das Gefühl, als wären die auf meinen Rücken, ekelhaft. Ja, Lucky, die habe ich geholt für das heutige Experiment. Welches Experiment? Na, Monsterwürmer gegen Lucky Bear. Und übrigens, schau mal, die Metallkugel ist fertig für unsere nächsten Experimente. 4 Kilogramm werden wir auf dich schmeißen. Auf mich? Naja, auch was sonst. Und übrigens, mit diesem Goldmetallspray habe ich überlegt, ob das die Monsterwürmer auch noch essen werden oder ob es dich beschützt. Ich habe eine bessere Idee. Schau mal, hier, das ist auch Gold. Auch Gold? Ja, das sind Blattgoldblätter. Damit lieber mein Fuß bekleben und das schützt mich wie Iron Man vor den Monsterwürmern. Na, kipp es mal um. Okay, kippen wir das Ganze mal aus. So, was haben wir denn da? Na, Blattgold? Sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Das stimmt, damit könnten wir dich auch bestreichen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee. Und meinen ganzen Bäuchlein schön goldig machen. Eine gute Idee. Lucky, ich hol mal eben die Würmer. So. Und da haben wir die guten, ja. Die guten? Das sind bestimmt keine guten. Warum sind die so ekelig? Na, Lucky, das sind Larven. Die entwickeln sich später genauso wie Pokémon zu Schwarzkäfern. Schwarzkäfern? Ja, das sind so ganz schwarze Käfer. Ja, schon irgendwie eklig. Ja, appetitlich sehen die ganzen nicht aus. Aber sind wahrscheinlich sehr gesund. Wie viele sind denn da? Keine Ahnung, ich habe die nicht gezählt. Willst du mal zählen? Nein, die bewegen sich immer. Also, okay, ich mache das Experiment und dafür bekomme ich was? Du kannst dir etwas aussuchen. Oh, ich weiß auch schon, was ich mir aussuche. Und was wäre das? Bleibt mein Geheimnis. Wir versuchen da mal einen zu nehmen. Die sind ziemlich kräftig.
Das Interessante ist, der hat vorne nur 6 Beine und danach hat er einen ganz, ganz langen Hinterteil, der keine Beine hat. Den zieht er einfach immer hinterher. Ja, die sind so eklig, dass sie so einen ganz großen Hintern haben und den hinterherziehen müssen. Pfui. Also, bevor wir mit unserem Experiment starten, versuchen wir mal unser Glück in so einen Pokémon Hidden Fates Booster. So ein schwarzer Glurak, wenn wir den ziehen, kostet unglaubliche 500 Euro in englischer Sprache. Mit ganz, ganz viel Glück haben wir den hier vielleicht. Voltorb, Geodude, Eevee, Clefairy. Oh, unser kleiner Shiny. Da sehen wir, dass es schön glänzt und da haben wir diese Sternchen. Sind auf jeden Fall Shiny-Pokémon ziemlich selten, aber die ist nicht so wertvoll. Und ja, weiter hinten müssen wir nichts haben. Naja, ein Blatt Papier, ein Lucky Bear. Aua, mein Rücken. Hey, schmeiß mich nicht so. Entschuldigung. Und wir testen das Ganze erst einmal mit Blattgold. So ein Stück kommt da mal drauf. Mit der Pinsel machen wir das Ganze. Oh, hier an der Seite klebt das. Das müssen wir erstmal eben kurz abmachen. So. Und da eintragen. Das Ganze einfach verstreichen, dann haftet das Ganze ziemlich gut. Und sieht dann auch schön nach Gold aus. Ich habe mir überlegt, auf einem Bein haben wir ja Blattgold und auf andere machen wir Blattspray. Dann können wir das Ganze besser vergleichen, wovon sich die Würmer fernhalten werden oder ob denen die Farbe überhaupt nichts ausmacht. Und schön den Bäuchlein, wie Lucky das gewollt hat. Oh ja, aber es kitzelt ein bisschen. Und sonst, Lucky, fühlst du dich gut? Ja, eigentlich schon. Bist du bereit für die Würmer? Für die kann man doch nie bereit sein. Jetzt machen wir das Ganze mit dem Spray. So, unser Spray kommt auf das andere Bein. Das ist mein Fuß, nicht Bein. Naja, wie es aussieht, Lucky, hast du gar keine Beine. Vom Bauch wachsen dir die Füße. Haha, voll witzig, ey. Naja, das Ganze sieht ein bisschen komisch aus. Ich denke, auf dem Ball würde das Ganze viel besser aussehen und würde auch viel besser haften, da es an Lucky Bear irgendwie nicht so richtig haften möchte. Aber vielleicht mal in Zukunft. So, ich habe jetzt ein größeres Aquarium geholt. Da kommt jetzt unser Lucky rein. Aber schmeiß mich diesmal nicht. Nein, diesmal lege ich dich ganz vorsichtig. Ja, schon viel besser. Also, worauf habe ich mich bloß eingelassen? Ich habe irgendwie Angst. Und, Lucky, mach die Augen zu. Die Würmer kommen. Ich will nicht. Achtung, da kommen die. Nee, mein Ohr. Pfui. Die stinken. Ich meine, die stinken. Naja, dann bade die doch mal. Nein, bade du die. Einer ist in meiner Backe. Der will zu meinem Auge. Jumanji, mach ihn weg da. Mach ihn weg, bevor er mein Auge auf ist. Na gut, da helfe ich dir bei. So, den machen wir mal weg von deinem Auge. Also, Lucky. Toll, toll, toll. Oh, und da haben wir einen ganz kleinen Käfer. Wo ein kleiner Käfer? Neben deinem Fuß ist einer vorbeigelaufen. Das fühlt sich so eklig an und es kitzelt überall. Oh, schau mal, ich glaube, der fängt da an dem Gold rumzuknabbern. Solange er nicht an mir rumknabbert, aber jemand beißt mich unter meinen Kinn. Wer macht das da? Na, Lucky, wer soll das wohl machen? Ich bestimmt nicht. Das fühlt sich so eklig an. Ich spüre dein ganzes Beinchen. So ekelhaft. Also, Lucky, ich lasse dich jetzt für 3 Stunden mit ihnen allein. Was? Für 3 Stunden? Ja, für 3 Stunden. Und dann sehen wir, ob da was passiert ist. Na, Lucky, schau mal, 3 Stunden sind schon vorbei. Oh, zum Glück bin ich kurz eingeschlafen. Was, du bist mit den Würmern eingeschlafen? Ja, am Anfang haben die so gekitzelt und später fühlte es sich an wie eine Massage und ich bin eingeschlafen. Lucky, du bist ja einer. Also, Freunde, das war unser kleines Experiment für heute. Wie es aussieht, essen die kein Gelatine und Lucky hat dadurch ziemlich viel Glück gehabt. Wenn ihr Lust habt auf Experimente mit dieser Metallkugel, schreibt gerne drauf, auf was sollen wir die Metallkugel runterschmeißen. Und wenn ihr Freunde habt, teilt das Video mit euren Freunden. Ansonsten bitte unbedingt abonnieren. Bis die Tage. Ciao.